Ja. Jo, Nö, ich sag mal so, es ist halt Wochenende, ne? gerade am Connecten, das Von dauert irgendwie daher, da ewig, ruft halt logischerweise. natürlich auch mal wieder irgendwo die Pflicht. Hatte ich vor kurzem auch. Da Nee, ich bin hat's schon im irgendwie bei den Ladebildschirm. Mods gehangen. Da Also hieß halt es in dem, immer, wo dieses die Stelzen Mods drin ist, also wo die werden Zitat runtergeladen, bla steht. bla. Laden, bitte warten. Du hast es ja mitbekommen, ne? Dass prinzipiell jede Fraktion die Möglichkeit bekommt, wenn sie das möchte, Hast du mir schon erzählt beim letzten Mal? eigenen Oder geschrieben? Anwerbetrailer zu machen und gegebenenfalls auf Game Together. Okay. Okay, perfekt. Ja, gut. Ja, du, Es ist in ich letzter auch Zeit nicht. relativ viel, von Mein daher, ich vergesse da Namensgedächtnis ist manches. Ich komplett bin im ehrlich gesagt Arsch. Also mit dem Gedächtnis komplett nicht am ganz so Sack. gut Also auf den ich Füßen. hatte mal eine Führung in meinem Betrieb für einen Praktikanten. Es war zum Glück nur ein Praktikant. Ich Oh habe ja. 5 Minuten nach Führungsbeginn seinen Namen vergessen. Ja. Okay. Gut. Der ist gut. Gut, das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Kunstwerk, aber ich sag mal, in unserem Falle, wenn du halt mit Namen nicht oft zu tun hast, gerade in einer Ja, ich meine, Firma ich habe da wie 3 Jahre beispielsweise gearbeitet. ich Wir waren auch mit bloß, mehreren hundert es war ein Leuten, kleiner Betrieb mit 120 wer Leuten war oder das so. jetzt Klar, aus der nochmal? Produktion, die Leute, mit denen ich nie wirklich was zu tun hatte, da, die habe ich nicht gekannt, aber die wichtigen. Problem ist halt, ich habe schon immer ein schlechtes Namensgedächtnis gehabt. Kann mir jeden anderen Mist kann ich mir merken. Aber eben, bei Namen, da hört es dann halt auf. Ja, das ist ja bestimmt auch die Momente. Du gehst in die Küche, wolltest Ich irgendwas weiß, was machen du meinst. und weißt Nur absolut nicht zu mehr was. gut. Dabei bist du gerade eben 3 Meter vom Wohnzimmer in die Küche gelaufen. Yep. Weißt absolut nichts mehr, was du machen wolltest. Ja, der Witz ist, ich bin heute in der Firma von meinem Platz von meinem Platz weggelaufen, ja. Und dann habe ich eine Kollegin getroffen, die habe ich einen Tag zuvor mit ihrem Mann beim Einkaufen getroffen und ich mit meiner Frau beim Einkaufen und dann die halt eben getroffen. Und dann haben wir es halt gehabt wegen Salsiccia und was für Gewürze, dass das so drin sind und ob man das mit anderen bekannten deutschen Sachen vergleichen kann, weil ja Salsiccia dann doch eher eine italienische Spezialität ist. Und wir haben uns, glaube ich, 10 Minuten unterhalten. Ja. Danach wusste ich erstmal wirklich, es hat echt eine Stunde gedauert, bis ich eigentlich wieder wusste, Klar. weswegen ich überhaupt von meinem Platz weg bin. Einfach, du bist, wenn du kurz abgelenkt wirst, dann ist vorbei. Ganz einfach. Ja, das klingt für jemand Außenstehenden unheimlich lustig, aber es ist nicht lustig, wenn du da irgendwo bei der Arbeit stehst und denkst, verdammt, ich wollte irgendwas machen, aber Ja, es und fällt dann mir denkt man partout sich so, nicht mehr das ein war und doch es was dauert verdammt wirklich eine Wichtiges. Stunde oder vielleicht sogar Was länger oder war so. das Das ist, das kann nochmal? teilweise sogar richtig unangenehm werden. Ja, aber das Problem ist bloß, wenn ich mir Naja, es ist wenn schon mal irgendwas nicht mehr Vorteilhaft, einfällt wenn und man ich weiß, will es war was Waffen Wichtiges, unbedingt dann streckt kaufen, man sich fallen umso mir mehr an. 20 andere Dinge ein. Aber die sind nicht die richtigen und ich weiß, dass die nicht die richtigen sind. Aber immer wenn ich dann wieder versuche dran zu denken, was das Richtige ist, kommen mir immer wieder diese 20 anderen Dinge in den Kopf. Das ist das Problem.
Ja, es ist ein Leiden. So. Du wolltest Meine neue Station. mir, ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt heute noch machen willst, du wolltest mir deine neue Idee zeigen. Ja, Oder das, es ist was, meine, weil Melb, der ist zurzeit ja, irgendwie oder im etwas besten Falle das, inaktiv. was sich davon schon verwirklicht hat, von deiner neuen Idee. Oder von eurer neuen Idee, je Warum? nachdem. Ich weiß auch warum. ich weiß nicht, oder? War Melb das? Also es war einer aus meiner Redaktion plus noch Ist jemand. Ich meine, es Skylines. war Melb, wo hier dieses neue Spiel, wie heißt Das kann Cities? eventuell sein, wobei der ist ja noch online, aber Das ich habe die Skylines ist am Skylines, genau. Anfang Ich drauf. glaube schon. Bin länger offline. Jetzt muss ich bloß kurz gucken. Nö, ist es auch nicht. Ja gut, ich war Ja, die Woche klar. ehrlich gesagt auch nicht Ich habe sonderlich auch viel wenig online, Zeit. aber Nee, warte, pff. der hat Was willst du machen, wenn du nicht viel Zeit hast? Landwirtschaftssimulator angezockt. Und ja, stimmt, der hat Landwirtschaftssimulator gezockt. Wo der war. Ja, das spielt auch. Den was? Genau, das auch. Während ich gerade den Traktor-Werkstatt-Simulator testen und Let's Playen muss. Und Den Traktor-Simulator 2015. Den Traktor-Werkstatt-Simulator 2015. Ganz ehrlich, es ist nicht unbedingt zwingend das erste Simulationsspiel per se, was ich spiele. Es ist aber das erste Simulationsspiel, was ich teste und Let's Play und ich weiß nicht, wie man sowas spielen kann. Ich meine nicht, dass Space Engineers keine Simulation wäre, aber doch eigentlich. naja, Es wäre vielleicht mal ganz witzig, was du die zwischen reinschieben könntest. Es das gibt einen Spektrum ist doch ein betrunkenen ganz anderes und viel, Autofahrsimulator. viel größer. Das wäre auf jeden Fall witzig. Naja, es gibt nach dem, oh, was war denn das? Da gab es doch mal so ein Spiel, das ist auch noch nicht so lange Ja, her, und das danach kenne ich. kam es ja mit sogar bis schlussendlich Wobei der zum Brotsimulator soll Brotsimulator. ja Alter, zum eigentlich wirklich ganz witzig Brotsimulator. sein. Also gibt es ja die Da tollsten gab es, glaube ich, Sachen. sogar einen Steinsimulator und so Geschichten, ey, leck mich am Arsch. Ja, du bist eine. An sich ist es ja eigentlich kein Brotsimulator, sondern das ist einfach bloß, du bist eine Scheibe Brot und Ja, du gut, musst halt den bitte, wem Toaster es Spaß erreichen. macht, aber nicht für mich. Und dazu. Ja, wobei. So gut, richtig gut programmiert ist das Spiel auch wiederum nicht. Das ist halt das Problem. Ja. Ja, was ist eigentlich aus dem geworden? Ich meine, Kumpels haben das angezockt, aber das sieht irgendwie noch immer noch so ähnlich aus Jetzt wie spiele ich da hier zu lieber noch The Release damals. Forest. Ja, es gibt Verbesserungen. Es gibt sogar recht gute Verbesserungen, muss ich sagen. Es ist zwar sicherlich immer noch kein Spiel, was ich persönlich auf den Markt werfen würde, aber als Early Access, ja. Ja gut, sagen wir es mal so. Boah, es hat sich alles verbessert. Nö. Also ich sag mal, ich habe es ohnehin jetzt. Warte mal. Kann Magnesium schwerer abbauen als andere Materialien? Nö, eigentlich nicht. Gut, wenn du beispielsweise stirbst und du landest, oder stirbst, naja, ausgenockt wirst und wirst in diese Höhle dann und wachst dann in der Höhle da auf oder so, deine Chancen sind beispielsweise besser, also du spawnst nicht,